Die Kurve ist flacher geworden. Es bleibt nach wie vor so, sie muss so sein, dass sie unser Gesundheitssystem nicht überfordert. Und wir haben Modellbetrachtungen gemacht. Wenn wir sind jetzt ungefähr bei diesem Reproduktionsfaktor 1, also einer steckt einen an, der natürlich auch nicht, das kann ich immer nur für eine Infektionskette sagen, ob einer einen ansteckt, das ist dann ein Mittelwert, aber es ist ungefähr einer steckt einen an. Schon wenn wir darauf kommen, dass jeder 1,1 Menschen ansteckt, dann sind wir im Oktober wieder an der Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems mit den angenommenen Intensivbetten. Wenn wir 1,2, also jeder steckt 20% mehr, 1,2 an, also von 5 Menschen steckt einer 2 an und 4 ein. Dann kommen wir im Juli schon an die Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems und bei 1,3, das hört sich nicht viel, wir kommen von 4, 5 Ansteckungen, 3 bis 5 Ansteckungen. 1,3 sind wir im Juni an der Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems. Daran sehen Sie also, in welch kleinem Spielraum wir uns aufhalten. Und die ganze Entwicklung basiert darauf, dass wir davon ausgehen, dass wir eine Infektionszahl haben, die wir überblicken können, die wir nachverfolgen können und dass wir mehr Schutzkonzepte haben und durch die mehr Schutzkonzepte auch mehr Lockerungen machen können. Aber es ist ein dünnes Eis, wie Herr Tschentscher gesagt hat, oder eine fragile Situation oder eine Situation, in der Vorsicht das Gebot ist und nicht Übermut.